Willkommen im Ultralax. Ich hoffe inständig, dass es alle Ihre Erwartungen erfüllt. In der Tat, aber man kann es kaum Arbeit nennen. Ich bin vielmehr eine Verwalterin und keine gewöhnliche Arbeiterin. Kann man es Arbeit nennen, wenn einem die eigene Tätigkeit so viel Freude macht? Wir von der Feinschmeckergesellschaft sind gemeinschaftlich für den Erhalt der Schönheit und der Klasse des Ultralax verantwortlich. Als Gründerin obliegt es mir, darüber zu entscheiden, wie wir dabei vorgehen. Schon wieder? Ich dachte, dass das beigelegt sei. Ich habe alle Fragen des Ermittlers beantwortet und ihm nach bestem Wissen geholfen. Ich weiß, dass unser Ruf nicht immer völlig makellos war, aber das ist lange her. Ich begreife nicht, warum die Leute nicht darüber hinwegkommen. Zum letzten Mal. Die Feinschmeckergesellschaft hat und wird niemals Menschenfleisch verspeisen. Das steht so in unserer Gründungsurkunde. Letzte Woche kam ein Ermittler. Hatte ich Ihnen nicht schon mitgeteilt, dass wir so etwas nicht tun? Wir begehen unter keinen erdenklichen Umständen Kannibalismus. Zugegebenermaßen waren wir nicht immer die Feinschmeckergesellschaft. Es gab eine Zeit, eine dunkle Zeit, als wir noch einen anderen Namen trugen. Aber heute ist das alles anders. Wir haben uns entwickelt, diese niederen Impulse überwunden. Ich habe dafür gesorgt, dass das hinter uns liegt. Sie sind ekelhaft. Wie können Sie so etwas Widerliches in meinem Haus sagen? Ich sollte Sie verhaften lassen. Passen Sie bitte auf, was Sie sagen, sonst betrachte ich unser Gespräch als beendet. Tschüssi!